Hallo liebe YouTuber, mein Name ist Christos, ihr seid hier auf WebSwitch und in diesem Video möchte ich euch das neue Samsung Galaxy Note 3 sowie die Samsung Galaxy Gear vorstellen. Das sind die neuen Geräte von Samsung, die ich jetzt als neuer Fanreporter zugeschickt bekommen habe. Ich freue mich riesig, jetzt hier dran teilnehmen zu können und ja, jetzt geht's aber auch los. Viel Spaß mit dem Video! So, das erste Feature, was ich euch zeigen möchte, hilft euch durch das ganze Video hindurch, wenn ihr ein Note 3 habt, denn das ist der S-Finder, eine wirklich extrem praktische Suche, die alle Einstellungen, Apps, Programme, Dateien und so weiter alles durchsucht und euch genau das liefert, was ihr braucht. Ich dachte mir, ich zeige euch das als erstes, damit ihr dann alle folgenden Einstellungen und Gesten direkt darüber einstellen könnt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht aufpassen, wo genau im Menü diese Funktion ist, sondern ich werde oben in der Ecke immer einen Begriff einblenden, den ihr dann im S-Finder suchen könnt, um die entsprechende Funktion zu aktivieren. Das hilft mir, das ganze Video ein bisschen kompakter zu machen. Wir müssen nicht jedes Mal zeigen, wo die Einstellungen sind. Und ihr habt direkt die erste nützliche Funktion des Samsung Galaxy Note 3 kennengelernt. Ich zeige euch jetzt mal, wo ihr den S-Finder aktivieren könnt. Ich benutze dafür am liebsten den S-Pen. Der hat ja, wie ihr alle wisst, einen Knopf hier, den wir drücken können, um bestimmte Befehle zu öffnen. Und damit müssen wir nur über den Display schweben. Wir drücken den Knopf und es öffnet sich ein kleines Menü. Und hier haben wir verschiedene Funktionen, unter anderem die Lupe, die für den S-Finder steht. Wir drücken drauf und hier oben suchen wir mal jetzt die Funktion, die ich euch als nächstes gerne zeigen würde, nämlich Adapt Sound. Wir drücken also Adapt, also tippen Adapt ein und drücken auf Suche. Und er zeigt uns an, ich habe eigene Dateien mit einem Ordner Adapter, ich habe eine Einstellung, die Adapt Sound heißt, und das ist ja genau das, was ich suche. Und falls ich das, was ich suchen möchte, nicht gefunden habe, kann ich immer noch die Suche auf Google, Yahoo und Bing ausweiten. Wir drücken auf Adapt Sound und wie ihr dann seht, kommen wir direkt ins Einstellungsmenü, können hier direkt die Funktion aktivieren bzw. den Hörtest machen, aber dazu gleich mehr. Noch eine coole Sache beim S-Finder ist, dass wenn ihr zum Beispiel nach etwas sucht, wie zum Beispiel Bluetooth, dann wird euch bei solchen Funktionen meistens direkt ein An- und Ausschalter hier angezeigt, um direkt Bluetooth hier zu aktivieren und zu deaktivieren, was ich extrem praktisch finde, damit man nicht erst draufklicken muss und es dann aktivieren kann. Die Suche ist also ziemlich durchdacht und extrem praktisch beim Note 3, das von oben bis unten voll ist mit nützlichen Funktionen. So spart ihr euch die Suche und könnt direkt zu den Sachen, die euch wichtig sind. Die nächste coole Funktion, die ich euch vorstellen möchte, ist wie bereits besprochen dieser Hörtest. Der heißt bei Samsung Galaxy Adapt Sound. Den Begriff habe ich oben eingeblendet, den könnt ihr dann wie gesagt im S-Finder suchen. Und was dieser Hörtest genau macht, zeige ich euch jetzt. Ihr müsst dafür Kopfhörer haben, die stecken wir ein. Und dann setzt ihr die Kopfhörer auf und macht diesen Hörtest. Ich zeige euch mal kurz, wie das Ganze aussieht. Beim Hörtest wird mal links, mal rechts ein Signalton abgespielt, in unterschiedlichen Frequenzen. Und je nachdem, ob ihr den hören könnt oder nicht, drückt ihr auf Ja oder Nein. Wenn ihr diesen Test abgeschlossen habt, dann wird die Soundausgabe des Gerätes an eure Ohren angepasst. Es wird euch das bestmöglichste Klangerlebnis geliefert, angepasst an die Frequenzen, die ihr am besten hören könnt. Ich muss ehrlich sagen, als ich den Test gemacht habe, habe ich nicht gedacht, dass danach eine große Verbesserung kommen könnte. Aber wenn ihr den Hörtest abgeschlossen habt, könnt ihr einen kleinen Track wiedergeben. Einmal im Original und einmal angepasst an eure Ohren. Und ich habe das Ganze mal getestet. Ihr könnt das ja jetzt leider nicht machen ohne Kopfhörer. Und es ist wirklich ein großer Unterschied drin. Ich hätte das nicht gedacht. Ich war wirklich überrascht. Im Original und dann personalisiert, wie das hier steht, ist da wirklich ein großer Unterschied in der Klangqualität. Für mich wirklich eine der coolsten Funktionen des Samsung Galaxy Note 3 ist dieser Hörtest, der danach den Sound verbessert. Es ist auch eine Funktion, die so gut wie gar keiner kennt. Ich habe mal in andere Videos geschaut, dort wird das so gut wie nirgendwo erklärt. Es ist halt ein kleines Feature in den Einstellungen, was halt nicht jeder sieht, aber extrem nützlich. Klare Empfehlung von mir, diesen Hörtest zu machen und danach die Musik auf einem ganz anderen Level nochmal neu zu genießen. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist der einhändige Betrieb, denn das Samsung Galaxy Note 3 ist ja ein ziemlich großes Handy. Aber es wurde optimal für den Betrieb mit einer Hand optimiert,
Das heißt, ihr könnt das ganze Gerät auch locker mit einer Hand bedienen. Wenn ihr zum Beispiel gerade eine Tasche trägt oder sonst etwas macht, dann kommt ihr mit einer Hand vollkommen aus. Ich habe alle Optionen für den einhändigen Betrieb bereits aktiviert und ich zeige euch jetzt mal die nützlichsten Funktionen. Also, das erste, was ihr mit dem einhändigen Betrieb machen könnt, ist, dass ihr zum Beispiel diese Seite hier zieht und wieder zurückdrückt. Und wenn ihr das schnell macht, dann wird das ganze Fenster klein und ihr könnt es hier mit einer Hand bedienen. Es funktioniert ganz normal wie auch in groß, nur dass ihr halt den Vorteil habt, dass es etwas kleiner ist, damit ihr an jede Ecke mit eurem Daumen drankommen könnt. Ihr könnt hier immer noch die Leiste runterziehen. Hier unten habt ihr ein paar Knöpfe dazu bekommen mit lauter, leiser, zurück, Home und Menü. Ihr könnt in diesem Modus auch ein Spiel spielen, wenn euch danach ist. Ihr könnt natürlich das Fenster aber auch in seiner Größe und in seiner Position anpassen. Genauso, wenn ihr Linkshänder seid, könnt ihr das Ganze auf die linke Seite bewegen und von dort aus steuern. Das ist alles kein Problem. Und wenn ihr wieder zurück wollt, dann drückt ihr einfach hier oben auf das Symbol und schon ist das Ganze wieder normal. Ein ziemlich praktisches Feature. Ich habe nur ziemlich große Hände, deswegen ist es bei mir auch kein Problem, das ganze Handy so mit einer Hand zu bedienen. Ich finde, das ist eine ziemlich nützliche Funktion, die das Handy auch auf jeden Fall für Leute interessant macht, die keine Bärenpranken haben. Die nächste coole Funktion für den einhändigen Betrieb ist beim Tippen. Da ist es immer das Problem, wenn man eine große Tastatur hat, dann kommt man vielleicht mit dem Daumen nicht bis zum Rand. Vor allem, wenn man jetzt gerade schnell etwas tippen will, kann das schnell anstrengend werden. Da hat sich Samsung aber etwas ausgedacht. Ich zeige euch mal das Ganze bei einer neuen Nachricht. Denn wenn die Funktion aktiviert ist, dann habt ihr eine etwas kleinere Tastatur, bei der ihr die Seite entscheiden könnt, auf der sie angezeigt wird. Zum Beispiel links oder rechts. Dies ist dann ein bisschen kleiner und viel einfacher, nur mit dem Daumen zu bedienen, beziehungsweise nur mit einer Hand. Ihr könnt hier ganz normal tippen. Auch die Korrekturen werden nur in diesem Bereich angezeigt und nicht mehr ganz bis zum Rand. Genauso auf der anderen Seite, für Linkshänder mal wieder. Es ist für beide Hände ausgerichtet, also je nachdem, ob ihr Links- oder Rechtshänder seid, ist das vollkommen egal. Ihr habt hier eine kleinere Tastatur. Das Ganze ist auch im Rechner so. Also jedes Feld eigentlich, wo ihr etwas eingeben könnt, könnt ihr dann nach links oder rechts bewegen. Selbst der Entsperrbildschirm lässt sich nach links oder rechts bewegen, sodass ihr mit einer Hand das Muster eingeben könnt, um den Bildschirm zu entsperren. Die nächsten Dinge, die ich euch zeigen möchte, sind die Gesten mit der Hand. Wir haben da ganz viele verschiedene Gesten. Die coolste finde ich die, wenn ihr gerade zum Beispiel am Essen seid und ihr wollt mal kurz checken, gibt es neue Nachrichten oder was ist die Uhrzeit oder hat mir irgendjemand geschrieben. Dann nehmt ihr einfach eure Hand und könnt mit diesem Handballen oder eigentlich auch mit jedem Teil, ich mache es immer gerne mit dem Handballen, einfach hier oben drüber, eine Sekunde halten und wieder zurück. Und schon wacht das Display ganz leicht und zeigt euch an, ich habe eine neue WhatsApp-Nachricht, bei Messenger ist was los. Und ja, ihr müsst dafür das Gerät nicht mal anfassen. Darüber schweben, kurz halten und wieder zurück, das reicht komplett und es funktioniert wirklich sehr präzise. Die nächste coole Geste ist der Screenshot. Dafür könnt ihr einfach mit der Handfläche über das Gerät streichen, um einen Screenshot zu machen. Ich kann euch das direkt nochmal zeigen. Kein Problem, funktioniert immer. Es gibt Leute, die damit ein Problem haben, aber wenn man einmal den Dreh raus hat, ist es eigentlich ziemlich einfach. Einfach ganz schnell drüber swipen, schon hast du einen Screenshot. Was ich euch an dieser Stelle auch noch zeigen kann, ihr habt nämlich beim Note 3 insgesamt drei Möglichkeiten, einen Screenshot zu machen. Die zweite ist zum Beispiel mit dem Stift, das finde ich viel cooler, weil ihr da das Ganze auch direkt bearbeiten könnt. Wir machen also mit der Taste wieder das Menü auf mit den Befehlen und hier können wir eine Screenshot-Notiz erstellen. Er macht einen Screenshot. Und wir wechseln automatisch in den Bearbeitungsmodus, wo wir Sachen markieren können, wo wir Sachen ausschneiden können, was ich sehr praktisch finde. Wenn ich jemanden kurz bei WhatsApp oder sonst wo einen Bildausschnitt schicken möchte, dann mache ich das Ganze einfach hier und schicke ihm danach das. Wenn wir hier oben auf den Haken drücken, dann wird das Ganze in unserer Galerie gespeichert. Wir können aber auch direkt Senden via machen und das Ganze über alle bekannten Dienste verschicken oder hochladen. Die dritte Geste, einen Screenshot zu machen, kennt so gut wie jeder mit den Tasten. Beim Note 3 ist das der Home-Button und der Power-Knopf. Die drücken wir zusammen und schon wird automatisch ein Screenshot erstellt. Die nächste Bewegung mit der Handfläche ist vor allem bei Musik bzw. Video abspielen interessant. Wir gehen hier einfach mal auf Musik und spielen einen Track ab. Und jetzt sagen wir mal, irgendjemand redet mit uns. Wir legen einfach die Hand auf das Gerät und die Musik hört auf. Funktioniert sehr zuverlässig, genauso funktioniert es mit den Videos. Eine wirklich nützliche Funktion habe ich bis jetzt auch schon mehrmals einsetzen können in nur wenigen Tagen. Jetzt würde ich euch gerne meine absolute Lieblingsfunktion vorstellen, das Aktionsmemo. Dafür holen wir mal den Stift raus, drücken wie immer auf die Taste, um das Menü zu öffnen
und gehen auf Aktionsmemo. Es öffnet sich ein kleines Notizfeld, ich weiß nicht, wie gut man das erkennen kann, und hier können wir schreiben und machen, was wir wollen. Was aber super, 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 super intelligent ist, dass man die Notiz, die man speichert, direkt durch verschiedene Programme jagen kann. Das heißt, ich schreibe eine Adresse auf, ich kann es mir direkt auf einer Karte anzeigen lassen. Ich schreibe eine Telefonnummer auf, beziehungsweise mit Namen, und kann direkt einen Kontakt daraus machen. Eine E-Mail-Adresse, ich drücke aufs E-Mail-Symbol und automatisch öffnet sich das Fenster zum E-Mail-Versenden. Ich demonstriere euch das Ganze mal. Wir schreiben jetzt eine Telefonnummer auf. Schreiben wir mal 02129991111. So, und wir schreiben einen Namen. Wir sagen mal, der Gute heißt Detlef. Und wie ihr seht, ich habe eine ziemliche Saugklaue. Aber das sollte uns nicht daran hindern, den Namen einspeichern zu können. Das ist der gute Detlef und das ist die Telefonnummer. Komplett richtig, trotz Saugklaue. Ich liebe einfach diese Funktion. Mist, jetzt habe ich Detlef gespeichert. Ich liebe, wie gesagt, diese Funktion. Es ist extrem praktisch. Vor allem Straßen und Adressen schreibe ich eigentlich nur noch hier rein, denn ich kann sie mir ja direkt dann auf der Karte anzeigen lassen. Die Navigation benutze ich ja sowieso dann über Smartphone. Da kann ich auch direkt die Adresse im Smartphone speichern und nicht irgendwo auf einem Blatt. Das Aktionsmemo ist wirklich meine absolute Lieblingsfunktion. Ich benutze das total gerne. Es ist sehr nützlich und es erkennt Sachen extrem gut. So, das war es jetzt eigentlich erstmal zum Note 3. Falls ihr weitere Funktionen von mir hören wollt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare und ich mache mal ein Video zu wirklich allen Funktionen. Vielleicht ist ja etwas dabei, was ihr speziell sucht, dann könnt ihr das in diesem Video finden. Wir gehen jetzt mal über zur Samsung Galaxy Gear, die Uhr, die zusammen mit dem Note 3 meistens verkauft wird. Und diese Uhr ist wirklich nützlich. Ich habe die Uhr jetzt seit ein paar Tagen zusammen mit dem Note 3. Und ich habe es auf der Arbeit benutzt. Ich arbeite in einer Internetagentur und wo wir halt öfters mal Meetings haben und so weiter. Und es ist natürlich viel angenehmer, wenn man kurz in dem Meeting auf die Uhr schauen kann, um zu sehen, ist das gerade eine wichtige E-Mail oder ist das gerade nur irgendwie eine WhatsApp-Nachricht von einem Kumpel oder von irgendjemand anderen? Muss ich also wirklich jetzt mein Handy rausholen oder nicht? Dafür ist die Uhr ideal. Die Benachrichtigungen sind super. Früher gab es mit dieser Uhr ein paar Probleme, nämlich dass zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten oder Gmail-Nachrichten nicht angezeigt oder geöffnet werden konnten. Das hat Samsung aber mit einem Update behoben. Ihr könnt jetzt euch jede Nachricht von jeder App hier drauf anzeigen lassen. Ziemlich coole Erweiterung. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie das Ganze aussieht. Wir können die Uhr komplett über das Handy einstellen. Dafür gibt es eine App, die heißt Gear Manager. Und die sieht ungefähr so aus. Wir haben hier unsere Uhren, es wird angezeigt, ob die Uhr verbunden ist. Wir haben hier eigene Anwendungen. Wir können weitere Anwendungen für die Gear runterladen. Zum Beispiel gibt es von Runtastic eine App zum Laufen. Und es gibt sehr viele weitere Sachen, die ihr hier machen könnt. Zum Beispiel die Gear finden, wenn ihr sie verloren habt. Wir müssen hier einfach nur auf Start drücken und schon trällert die Gear, falls wir sie verloren haben. Extrem praktisch, wenn man sie gerade mal irgendwo auf der Couch liegen gelassen hat, unter einem Kissen und gerade nicht finden kann. Die Benachrichtigungen können wir hier verwalten. Wenn wir zu irgendetwas keine Benachrichtigung angezeigt haben wollen, dann können wir das hier deaktivieren. Wenn wir weitere wollen, können wir es aktivieren. Und um Zusatzprogramme anzeigen zu lassen, haben wir hier weitere Benachrichtigungen. Hier seht ihr, haben wir Evernote. Evernote will ich auch auf der Uhr angezeigt bekommen und Feature Points auch. Und hier unten habe ich WhatsApp dann bereits aktiviert. Das ist für mich sehr wichtig, weil ich die ganzen Nachrichten immer bekommen möchte. Wenn ihr Seiten verwaltet auf Facebook, dann zum Beispiel auch der Seitenmanager. Wenn eine Nachricht mal zu groß zum Lesen ist, dann könnt ihr einfach auf der Gear auf Gerät anzeigen drücken. Auch wenn das Handy gesperrt ist, erwacht es dann. Ihr müsst es nicht entsperren oder sonst etwas und könnt direkt die Nachricht sehen. Es geht automatisch die App auf, die die Nachricht verschickt hat. Um mit der Samsung Galaxy Gear ein Foto zu machen, müsst ihr lediglich von oben nach unten swipen, während die Uhr aktiv ist. Also einfach von oben nach unten runter. Und schon öffnet sich die Kamera. Wir können dann einfach hier auf das Motiv drücken, wo wir das Bild haben möchten, das die Gear fokussiert und schießt automatisch ein Foto. Wenn ihr es eingerichtet habt, dann werden auch die Bilder direkt per Bluetooth an das Gerät übertragen. Können wir dann hier sehen. Wenn ihr von unten nach oben swipet, öffnet sich das Wählfenster. Hier könnt ihr eine Nummer wählen und diese dann anrufen. Ich kann euch das Ganze mal kurz demonstrieren. Wir wählen mal eine Nummer. Die zeige ich euch mal nicht. Und ihr seht, es wird Haus gewählt. Und wir können den Anruf auch wieder beenden.
Hier unten in der Uhr ist ein Lautsprecher und ein Mikro eingebaut, mit dem ihr dann telefonieren könnt. Ich habe schon bereits ein paar Anrufe damit gemacht. Ich habe den Test mit mehreren Personen gemacht und alle haben mir bestätigt, dass man mich wirklich gut verstehen kann, auch wenn man nicht genau hier reinspricht, sondern die Uhr ganz normal anhat und so da sitzt. Die wohl coolste und aufsehenerregendste Funktion der Gear ist, dass wenn sie gar nicht benutzt wird und dann hebt man den Arm so, wie wenn man auf eine Uhr schauen will, sie automatisch erwacht. Das hat auf der Arbeit bereits die meisten darauf aufmerksam gemacht. Ist ziemlich cool, wenn man so auf die Uhr guckt und sie erwacht dann plötzlich und zeigt einem auch direkt das Wetter an und die Uhrzeit. Wenn man dann auch noch über die Uhr toucht und Nachrichten liest, ist das Ganze noch cooler. Ich habe ja eben gesagt, auf dem Note 3 ist meine Lieblingsfunktion das Aktionsmemo. Auf der Samsung Galaxy Gear ist es der Mediencontroller. Meiner Meinung nach ist das die coolste Funktion auf der Samsung Galaxy Gear. Ihr könnt hier sofort Play und Pause machen, zurück, vor, lauter, leiser. Außerdem wird das Cover im Hintergrund dieser Control-Leiste angezeigt. Das finde ich extrem cool gemacht. Es sieht wirklich schick aus. Wir können zum nächsten Song, wir können hier auf Play drücken und es wird abgespielt. Wie gesagt, für mich ein extrem praktisches Feature, weil meine Kopfhörer leider keine Steuerung haben. Neben den Mediencontrollern und den ganzen anderen Apps ist von Haus aus auch ein Schrittzähler installiert, der zusammen mit S-Health funktioniert, dem Fitnessprogramm von Samsung. Hier könnt ihr sehen, wie viele Schritte ihr bereits gegangen seid. Ein ziemlich cooles Gimmick. Es macht ziemlich Spaß, über den Tag zu sehen, wie viele Schritte man überhaupt gegangen ist. So, das war's eigentlich auch schon. Es ist in der Zwischenzeit ein bisschen dunkel geworden, deswegen habe ich mal das Licht angemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren könntet und diesem Video einen Daumen hoch gibt. Das würde mich sehr unterstützen. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Christos hier auf WebSwitch.